Cloud in a Bottle? Ach du meine Güte. Eine Wolke in der Flasche. Okay, das sind auch irgendwelche Chisel von Dinkas. Das macht mir ein bisschen Angst. Architecturecraft, den habe ich ja schon. Carpenter Blocks habe ich auch schon. Welcher Chisel war das denn dann? Aber, ich weiß es nicht. Das ist alles Tinkers hier, ne? Och, Menno, ich hätte gern diese Blöcke. Werde ich aber nicht kriegen, wahrscheinlich, ne? Weil ich nicht rausfinden werde, ne? Nochmal gucken. Oh, jetzt schreibt das doch mal richtig. Bricks. So, die grauen. Meinte ich die überhaupt? Ist alles wieder verrutscht? Die meinte ich. Okay, entweder graue Farben mit dem komischen Ding da oder Chisel. So, welcher Chisel? Ja, okay. Wie auch immer. Irgendwie muss ich es hinkriegen. Aber woher kriege ich graue Farbe? Dafür graue Farbe brauche ich weiße Farbe. Weiße Farbe habe ich nicht. Da werde ich wohl... Obwohl, ich gucke mal da unten. Habe ich hier die Chisel hingeschmissen? Ich habe die doch nicht weggeschmissen, oder? Ich hatte doch eine ganze Handvoll Chisel. Wo sind die alle hin? Habe ich die hier? Nein, habe ich nicht. Habe ich doch weg. Also weggetan, nicht weggeschmissen. Lalalalala. Okay, da sind sie. Einmal der. Und einmal der. Gut, jetzt probieren wir die mal aus. Gut, mit dem kann... Der öffnet sich gar kein Menü mit dem Dingen. Dem Dingen auch nicht. Okay, wie soll ich das dann hinkriegen? Muss ich das platzieren hier oder wie? Das Ding kapiere ich überhaupt nicht. Was ist mit dem? Ich kann damit nichts anfangen. Also, damit kann man ja einiges machen, aber chiseln nicht. Oder die Blöcke sind nicht unterstützt oder was weiß ich denn. Ach, das ist jetzt wieder Kobbel geworden. Naja. Ach ja, Freunde, das ist alles so traurig. Warum kriege ich dort alles nicht hin? So. Nein, kein Chisel jetzt. Och, Mann. Mann! Der Chisel, ne? Der nervt. So. Okay. Muss ich halt die normal nehmen? Meine Güte, hilft nichts. Schade. Das ist schade. Nützt aber nichts. Okay. Gut, dann versuchen wir mal irgendwie irgendwas aufzubauen, ne? Yippie! So. Ein letztes Mal geschaut. Na komm, wir nehmen wenigstens die Polished. Wenigstens, ne?
sieht es wenigstens ein bisschen anders aus. Okay, also hier sollen die Räder dann hin. Ne, theoretisch müssten die so rumdrehen und das Wasser müsste dann so laufen, ne? Da müssten die hier hin. Ich weiß jetzt nur die Höhe nicht so genau. Aber das können wir ja rausfinden. Wir haben ja alles da, ne? Und ich hoffe, das lässt sich auch abbauen. Das wäre jetzt schön doof, wenn nicht. So. Und wenn ich jetzt da mal so ein Rad dran baue, nur mal so, um zu gucken. So sieht das nämlich aus. Ein Riesenteil. So, dann passt das, ist das schon mal im Weg. Aber das war mir eigentlich klar. Das war ja auch nur ein Platzhalter. Aber wir sind von der Höhe her gar nicht so schlecht, ne? Eins. Also drei. Drei. Und dann muss das hier natürlich auch weg. Müssen wir später alles natürlich austauschen durch diese Bricks hier, ne? Diese polierten Bricks. Wo ist denn meine Schaufel? Dann geht's schneller. Wir können ja schon mal ein bisschen hier so. Genau, so soll das Ganze irgendwann mal aussehen. So, und dann müssen hier natürlich. Hier. 1, 2, 3. Und dann muss der nächste da drauf. Zack. Nein, die erstmal noch nicht. Okay, dann muss das alles wieder weg. Das kann da erstmal bleiben. So, dann bauen wir hier gerade mal. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir schon mal so eine kleine Struktur, wie das Ganze aussehen soll. Hier unten runter müssen dann natürlich auch Bricks hin. Das soll nämlich ein einheitliches Bild werden, in der Tat. Und dann fließt das da über in den Fluss, das ganze Water. Wird ja auch cool sein, wenn man es hinkriegen würde, dass das Wasser erst hochfließt und dann runter. Aber Wasser, das hochfließt, ist ja bekanntlich eine schwierige Sache. Und ne? Das schaffen nur die Guten. Hochfließendes Wasser. Und ich meine jetzt ohne irgendwelche Pumpen. Ja, Freunde? Nicht gleich immer was Schlaues sagen wollen. So. Gut, jetzt bauen wir da alles wieder zu. Das war dieses fließende Wasser weg haben und flüchten dann vor den Zombies. Ich höre doch schon wieder welche. Also ins Bett. Zack. Ins Bettelein hinein. So, jetzt haben wir hier natürlich schon eine kleine Struktur geschaffen, die so aussieht. Jetzt könnte man da was mit anfangen. So, jetzt machen wir hier auch nochmal. Zack. So könnte es doch schon bleiben, ne? Jetzt müsste meine Mauer, also diese hier, upsala, hier so beginnen und hier das Gebäude existieren, mehr oder weniger, ne? Das können wir ja schon mal andeuten irgendwie. So, ne? Genau so. Ich weiß nicht, was mit Fenster ist, da müssen wir später gucken. Aber hier so würde dann so. Ob es dann hier so breiter wird, das Gebäude, müssen wir dann mal schauen. Aber so hatte ich mir das vorgestellt. Und hier natürlich genauso. Und dann haben wir plötzlich keine Bricks mehr, ne? Die Erde sollte dann nämlich nicht weg. Die haben wir drüben auch nicht weggemacht. So. Die machen wir wieder komplett zu, dass es identisch ist, ne? Da haben wir nämlich eine. Wieso nur eine? Da haben wir nur eine Erde Platz gelassen. Okay, hier haben wir zwei. Das ist natürlich wieder fatal. Jetzt bauen wir den mal ab hier. Das sieht das Ganze nämlich etwas anders aus. Und zwar so. Ja. Ja. Irgendwie könnte man schon meinen, dass das passt, ne? Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt mit dem ganzen Gelumpe. Aber wir können mal gucken, ob wir schon wieder ein bisschen 5. Okay, wir haben jetzt insgesamt 8 Flaschen. Und wir haben nochmal 9 Coke. Und dafür haben wir auch wieder zu wenig Eisen.
Also die Stahlproduktion in dem Dingen, wenn sie auch manuell ist, ist gar nicht so langsam, wie ihr seht. Das ist schon mal in der Tat nicht schlecht. Okay, dann versuchen wir jetzt mal, noch ein paar Räder hinzukriegen. Da sieht das hinten schon mal besser aus. Immersive. So, okay, wir brauchen die Dinger, die er nicht automatisch machen will, ne? Weil wir keine Planks haben, oder was? Ein paar Stück haben wir noch. Drei. Wir können noch dreimal craften. Dann ist alle. Ah, dann machen wir uns gerade neue. Huch, nein, keine Kreuze machen. Wir müssen uns irgendwie mal Holz ran schaffen hier. Okay. Jetzt haben wir erstmal einiges. Und jetzt machen wir mal noch irgendwie, war das so? Genau, da kriegen wir nur einen mit hin. Nee, wir kriegen noch einen mit hin mit den Sticks. Ich will jetzt einfach mal nicht zu viele Sticks machen, verstehst du? Wobei, so ein paar könnte ich mir gönnen, ne? So. So, das müsste nicht zu viele sein. Ich hoffe das. Jetzt haben wir nochmal vier. Das ist noch ein Rad. Ah, toll. Ein Rad ist natürlich viel zu wenig. Wir brauchen Räder ohne Ende, mehr oder weniger. So, wenn ich jetzt das fertig habe, dann haben wir insgesamt zwei Räder. Weil wir hier acht haben. Ne? Die beiden Räder, die bauen wir erstmal fertig. Um den Überblick nicht zu verlieren. Okay, jetzt haben wir zwei Räder. Dann können wir, glaube ich, in aller Ruhe nochmal... So. Naja, noch ein Rad. Wir müssen uns jetzt rantasten, leider. Könnte ich einfach alles rein shiften, weil wir sonst vielleicht zu viele von diesen Planks verballern. So, jetzt haben wir noch ein Rad. Drei, okay. Jetzt werden wir es nicht mehr schaffen, ne? Jetzt wollen wir vier Stück. Ja, wir schaffen noch ein Element und dann sind wir schon wieder am Ende. Aber deswegen, wir können trotzdem jetzt schon komplett einen Satz bestücken, eine Seite, ne? Und zwar könnten wir diese nehmen. Eins, zwei, drei. So sieht das dann aus. Drei Stück an einem Generator. So habe ich mir das vorgestellt, ne? Und das sieht gar nicht mal so doof aus. Jo. Finde ich. Ist schon ein hübsches Ding geworden, ne? Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir noch mehr Bricks kriegen. Und dafür schnabulieren wir mal gerade zu Quarry. So. Und mit schnabulieren meine ich natürlich fliegen. Oder beamen vielmehr. Fliegen ist ja was anderes. So, wir sind angekommen. Und hier ist bestimmt jetzt alles zugerotzt mit irgendwelchen Steinen, oder? Ja, stimmt sogar. Ich glaube, wir sollten die mal wieder in den Filter nehmen. Oder? Nee, noch nicht. Ach, weißte, noch nicht. Hier haben wir nochmal Eisen gekriegt und Redstone. Das nehmen wir direkt mit. Hier ist nochmal Stein. Aber hier war doch auch noch ein Stack Steine, ne? Genau, hier ist noch ein Stack. Und hier ist noch ein Stack. Okay, dann haben wir erstmal genug Steine. Auf jeden Fall. Ja, was heißt genug? Man hat ja nie genug. Aber fürs Erste haben wir wirklich Mosssteine. Aber wenn wir Mosssteine kriegen, ne? Entweder hat er die an der Oberfläche abgebaut, was ich nicht glaube. Oder da unten ist irgendwo ein Spawner gewesen. Aber müsste der nicht auch hier irgendwo auftauchen? Zumindest als Broken Spawner? Oder lässt er das einfach stehen, das Ding? Das ist eine Sache, die ich nicht weiß. Naja, wie auch immer. Wie auch immer, wir haben zu tun.
So. Ich muss einmal hier das Eisen rein. Redstone rein und wieder mein Inventar ein bisschen entkrempeln. Zack. Zack. Gut. Ach, wir haben hier noch 6 Planken. Habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, sag mal. Hatten wir die vorhin schon? Ja, logisch hatten wir die vorhin schon. Aber irgendwie bin ich da irgendwie nicht drüber gestolpert. Mit meinem geistigen Auge. Naja, ist wurscht. So. Okay, jetzt haben wir erstmal 4 Stacks. Und diese beiden Clean-Dinger schmeißen wir hier mal rein. Die können wir uns ja hier wegholen. Wenn wir meinen, wir brauchen die, holen wir uns die da weg. So. Gut, dann chiseln wir die gerade durch. Dass wir uns da nicht vertun. Dass die auch alle gleich aussehen, ne? Den Chisel wegtun, der nervt. Okay. Was ist hier passiert im Moment? Haben wir hier 16. Oh, 16 ist eine schlechte Zahl, weil wir dann so viel Eisen nachlegen müssen. Aber im Prinzip ist es ja doch gut, ne? Aber dann sind wir ja gleich wieder pleite mit unserem Eisen. Ah, Eisen, Eisen, Eisen. Wir müssen dringend irgendwie eine Eisenquelle erschaffen, die uns beständig beliefert. Wir haben auf jeden Fall viel Stahl jetzt. Wir können gleich auch mal wieder zwischengrätschen und ein bisschen immersive machen, ne? Yes. Das klingt gut. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall erstmal die Gläserchen da rein tun. Da haben wir wieder 2. 5. So, dann brennen die hier auch allein nieder, auch wenn da nichts liegt. Nee, ne? So doof wird das System ja wohl nicht sein, oder? Ich hoffe mal nicht. So. Okay, dann lass uns mal weiter bricken. Machen wir es mal gleich vernünftig, ne? So. Ups, das war zu viel. Egal. Wir haben ja genug. Dann hier aber auch gleich. Dann haben wir aber überall, machen wir dabei überall gleich, ne? So. Ich glaube, hier wird irgendwo ein Fenster entstehen. So, jetzt muss ich das hier natürlich wegräumen. Und direkt wieder schlafen gehen. Na toll. Na toll. Ist schon Nacht. Ja, ist schon. Gut abgepasst. Sehr gut aufgepasst. Das hast du toll gemacht, Junge. So. Schön immer selber loben. Macht ja sonst keiner. Aua. Menno, was soll das denn? Dir will doch keiner was. So. Machen wir hier mal 2 hin. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir es breiter machen oder nicht. Ich hätte es ja gerne ein bisschen breiter, aber... Ach was, wir ziehen das einfach so nach hinten, ne? Ne, stehen wir hier voll im Baum, aber naja. Ist halt so. Ach komm, machen wir hinten rund. Können wir das nicht hinten rund machen? Bisschen zumindest so. Ach, was ich wieder will, ne? Ja, aber vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin halt immer bestrebt, irgendwie mal irgendwas anders zu machen, weil immer das Gleiche ist ja langweilig. Aber wie ihr natürlich manchmal sehen könnt, kommt da manchmal nur Quark bei raus. Und zwar sehr dickflüssiger Quark. So, jetzt muss das natürlich wieder dahin und das ist hier wieder zu viel. Genau.